In diesem Video geht es um die Approximation der Binomialverteilung durch die Normalverteilung. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die Aufgabe Pfandflaschen mit der Aufgabennummer 1-684 aus Aufgabenpool.at an. Bei dieser Aufgabenstellung geht es um die Rücklaufquote von Pfandflaschen einer bestimmten Sorte und es ist angegeben, dass die Rücklaufquote insgesamt 92% beträgt. In diesem Monat werden 15.000 Pfandflaschen verkauft und die Zufallsvariable gibt die Anzahl der Pfandflaschen an, die nicht mehr zurückgegeben werden. Das heißt, Zufallsvariable x, Pfandflaschen, die nicht mehr zurückgegeben werden. Und es ist angegeben, dass diese Zufallsvariable durch eine Normalverteilung approximiert werden kann. In der Abbildung seht ihr den Graph der Dichtefunktion dieser Normalverteilung. Und der Flächeninhalt der markierten Fläche beträgt 0,27 und dieser Wert soll nun im Kontext gedeutet werden. Nun wiederholen wir dazu einmal, was versteht man unter der Dichtefunktion. Der Graph der Dichtefunktion ist hier dargestellt. Das wäre also hier f von x. Und die Fläche unter dieser Kurve entspricht einer bestimmten Wahrscheinlichkeit. Nun, links haben wir die Wahrscheinlichkeit p, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich 1220 annimmt. Also haben wir im Bereich rechts davon, im markierten Bereich, die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x einen Wert größer oder gleich 1220 annimmt. Und diese Wahrscheinlichkeit beträgt 0,27 oder 27%. Nun steht in der Aufgabenstellung, der Wert soll im Kontext gedeutet werden. Und das bedeutet, ihr müsst sprachlich formulieren, was dieser mathematische Ausdruck, den wir hier stehen haben, in Bezug auf die Angabe bedeutet. Nun, dazu müssen wir eigentlich nur in Worte fassen, was hier abgekürzt steht. Und zwar wäre das die Wahrscheinlichkeit, dass mindestens 1220 Flaschen nicht zurückgegeben werden, 27% beträgt. Nun möchte ich euch in Erinnerung rufen, dass bei einer stetigen Verteilung die Wahrscheinlichkeit, dass das x gleich 1220 ist, den Wert 0 hat. Und das bedeutet, in diesem Fall ist eine zweite Formulierung möglich. Wir könnten nämlich statt mindestens 1220 genauso schreiben, die Wahrscheinlichkeit, dass mehr als 1220 Flaschen zurückgegeben werden, beträgt 27%. Noch einmal warum? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable exakt den Wert 1220 annimmt, ist bei einer stetigen Verteilung gleich 0. Ich habe die Formulierung hier nochmal aufgeschrieben. Im Kontext heißt das also, dass mindestens oder mehr als 1220 Pfandflaschen nicht mehr zurückgegeben werden, beträgt 27%. Ganz wichtig ist es, dass das Ereignis mindestens oder mehr als 1220 nur bei einer stetigen Verteilung dasselbe beträgt. Bei einer diskreten Verteilung wären das unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. So, kommen wir nun zum Beispiel Blutgruppe. Ihr findet es unter Aufgabenpool.at unter der Aufgabennummer 1-518. Die Angabe lautet, dass in Europa die Wahrscheinlichkeit, mit Blutgruppe B geboren zu werden, bei 14% liegt. Für eine Untersuchung wurden n in Europa geborene Personen zufällig ausgewählt und die Zufallsvariable x beschreibt die Anzahl der Personen mit Blutgruppe P. Und weiters ist angegeben, dass die Verteilung durch eine Normalverteilung approximiert werden kann und die Dichtefunktion ist in der Abbildung dargestellt. Nun soll anhand der Abbildung der Stichprobenumfang n geschätzt werden. Dazu benötigt man ein bisschen Wissen über Dichtefunktionen und die Normalverteilung. Und das, was ihr wissen müsst, ist, dass an der Stelle, wo wir das Maximum haben, dass die entsprechende Stelle auf der x-Achse der Erwartungswert μ ist. Es bedeutet also, in diesem Fall haben wir ein μ von 56. Um jetzt n ausrechnen zu können, schauen wir in die Formelsammlung
Und nachdem man hier die Binomialverteilung mit der Normalverteilung approximieren kann, können wir hier die Formel für den Erwartungswert μ gleich n mal p wählen. Das n ist gesucht. Das μ lesen wir in der Abbildung ab. Das ist der Erwartungswert 56. Und für die Wahrscheinlichkeit schauen wir noch einmal in die Angabe. Die Wahrscheinlichkeit, mit Blutgruppe B geboren zu werden, beträgt 0,14. So, um n zu erhalten, dividieren wir 56 durch 0,14. Und da erhalten wir einen Wert für n von 400. Das bedeutet also, der gesuchte Stichprobenumfang in diesem Beispiel entspricht einem n von 400 Personen, die befragt wurden nach ihrer Blutgruppe. Ja, schauen wir uns jetzt noch ein drittes Beispiel an. Das Beispiel mit dem Titel Rosenstöcke und der Aufgabennummer 1-612. Hier geht es um eine Art von Rosensorte, die gelbe Blüten hervorbringt. Und die Zufallsvariable x gibt in diesem Fall die Anzahl der gelbblühenden Rosenstöcke an. Außerdem ist angegeben, dass die Zufallsvariable x binomial verteilt ist und sie hat den Erwartungswert 32 und die Standardabweichung 4. Und nun wird ein Vergleich angestellt. Und zwar die Wahrscheinlichkeit, dass sich in diesem Beet mindestens 28, höchstens 36 gelbblühende Rosenstöcke befinden, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass es mehr als 32 gelbblühende Rosenstöcke sind. Nun soll angegeben werden, ob dieser Vergleich zutrifft und die Entscheidung soll begründet werden. Zunächst einmal ist die Frage, wie wir diese Aufgabe lösen. Und wir haben einmal die Informationen, dass die Zufallsvariable binomial verteilt ist. Weiters sind ein Erwartungswert und eine Standardabweichung angegeben. Und hat man μ und Sigma, kann man in der Regel sehr einfach mit der Normalverteilung auf ein Ergebnis kommen. Die Frage ist, ob es hier zulässig ist, die Normalverteilung zur Approximation der Binomialverteilung zu verwenden. Und das beurteilen wir anhand der Standardabweichung. Diese hat einen Wert von 4 und falls Sigma größer als 3 ist, dürfen wir die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximieren. Das bedeutet, wir können ganz einfach mit Technologie dann mit der Normalverteilung arbeiten. Und die entsprechende Wahrscheinlichkeit P, dass die Zufallsvariable mindestens 28 und höchstens 36 ist, ist größer als die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x größer als 32 ist. Und gleichzeitig gilt ein μ von 32 und ein Sigma von 4. Und mittels Technologie bekommt man dafür auch Zahlenwerte, nämlich die entsprechende Wahrscheinlichkeit links wäre 0,868 gerundet und die Wahrscheinlichkeit, dass das x größer als 32 ist, beträgt 0,5 gerundet. Also trifft die Aussage tatsächlich zu. Wichtig ist es vielleicht hier auch noch einmal zu erwähnen, wenn ihr das in GeoGebra eingibt, dann ist es so, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das x größer 32 ist, bei der Normalverteilung denselben Zahlenwert liefert wie größer gleich 32. Warum? Weil bei einer stetigen Verteilung die Wahrscheinlichkeit, dass ein ganz bestimmter Zahlenwert erzielt wird, den Wert 0 hat. Das gilt noch einmal nur für stetige und nicht für diskrete Verteilungen.